du bist hier ziemlich offen in dem Interview und ähnlich offen bist du auch in den Texten. Die sind sehr persönlich und sehr nah an dir dran. Ach, was hab ich im letzten Jahr nur wieder in den Nächten getrieben? Meist mit Exen statt Texte geschrieben. Exen von Schnitzen und Bieren ätzen, denn mir fehlt es stark an der Exekutive. Jetzt ist Winter, doch ich fahr ihn hoch, den Quecksilberspiegel. Der Siebenzetter ist wütend auf sich selbst, dass er sich so hängen lässt. Mir fehlt mehr als ein Quäntchen Energie für das Pensum an Liedern von 2010. Sieh, ich war auf Jams, hab mich auf der Bühne für die Familie und für Esser bewiesen. Von so ziemlich jedem Veranstalter bekam ich ein glänzendes Feedback. Es wurde geschwärmt davon, wie heftig der Typ ist, wie nett und friedlich, wie tief er rappt und trotzdem rennt auf den Brettern vorneweg Skeptiker so durchnässt wie sein T-Shirt. Selbstverständlich hören wir uns bald wieder. Erstmal hab ich Waage und Fische in der Pipeline, das wollen die Fans endlich kriegen. Abs hat so viel tolle Vorarbeit geleistet und ich lass es schleifen. Was nicht sein kann, das Teil wird bald ein Classic für viele. Nach dem Feiern denk ich mir, reiß dich zusammen, du bist High Class. Plötzlich greift die Pein wieder an. Gott sei Dank kenn ich das Spiel, ich weiß mich zu verteidigen. Setz mich allein in den Frost, schreib es der Block Firefang. Es wird wie immer sein, ich mach das klar, bring sie raus, die CD in Windeseile, 84er Nausicaa. Weil sich mein Gemüt nicht gut auf lange Pausen verträgt, unterbewusst sammel ich so viel Input für Output. Auch wenn mich alle verlassen, ist die Musik für mich da. Hab ich ne Mine in meinem Herz, setz ich die Mine aufs Blatt. Gedanken kreisen in meinem Kopf, ich starre wie paralysiert in das Schwarz. Um zur Ruhe zu kommen, bräuchte ich ein Kilogramm Gras. Doch durch die Zerstreuung hab ich nie wirklich Frieden gemacht. Denk an ein besseres Zusammensein mit Freunden und Familie bei Nacht. Wieder ist mein Brain am Rauchen, wieder gebe ich der Feder auf. Schwung dreh so auf, dass mir die Boxen vom Regal auf den Boden krachen. Bei geiler Mucke ist mir sowas von egal. Eule dreht schon den Kopf im Kreis vor lauter Nein, du Idiot, was machst du? Ist halt so, ich bin extremer Mensch, bitte jeder bestätigen, wer mich näher kennt. My golden fuck you, an die Materie, klar krieg ich's Kotzen danach. Und das sogar doppeldeutig überm Klo, 4 Tage Stoppelbar. Chris ist manchmal das komplette Gegenteil von Lichtgestalt. Fans fallen aus allen Wolken, sehen sie mich mal dicht vom Alt. So werden einige meiner Verse geschaffelt. Wenn es wär nicht Ralf, verweise ich gern aufs Anima-Cover. Alter, mir hängen hier unten üble Kerle im Nacken. Schwerkriminelle Versager, Psychofotzen und Bruderschaften, die ich anscheinend irgendwann einmal vergessen hab. Da kein Interesse da, stress normal, bin ich unbedingt ne schwere Kante. Pazifist und nüchtern, eigentlich auch cool mit allen. Noch nie in meinem Leben wie ne Snitch zu den Bullen gerannt. Verfechter der Lehre der Alten, man sieht's mir an. Wenn ich wollte, könnte ich, aber ich will kein Krieg in der Stadt, nicht wahr? Ich wüsste, du würdest mir meinen Rücken decken. Solange man mir nichts tut, werd ich's immer mit der Psyche händeln. Was ich an Emotionen und Gedanken stemm, ist übermenschlich. Auch wenn mich alle verlassen, ist die Musik für mich da. Hab ich ne Mine in meinem Herz, setz ich die Mine aufs Blatt. Gedanken kreisen in meinem Kopf, ich starre wie paralysiert in das Schwarz. Um zur Ruhe zu kommen, bräuchte ich ein Kilogramm Gras. Doch durch die Zerstreuung hab ich nie wirklich Frieden gemacht. Denk an ein besseres Zusammensein mit Freunden und Familie bei Nacht. Es war so ein langer Weg, ich kann euch gar nicht mehr sehen. Ihr liegt sarglos weit zurück, auf dieser Bahn ist zu spät. Mit denen, die auf mich geschissen haben, wieder anfreunden. Nee, unter uns braucht eigentlich nichts außer Moms Freudentränen. Und diese sah ich seit einer Dekade zum ersten Mal wieder. Ja, jeder Hater wettert und wird dann zum Nährstoff für Lieder. Sie fahren Autos, ich fahr immer noch mein klappriges Rad. Die Priorität liegt weiter nicht tief im Rachen vom Staat. Ich spitze pures Kerosin und die Flammen gleich hinterher. Studio oder Bühne, bei mir werden beide zum Brandherd. Die spielen sich in der Badewanne am Rektum. Ich mess mich mit den Besten der Besten an unserer deutschen Rap-Front. Yeah, jetzt Long Raptos, extraterrestrischer Dresscode. Schuppengeflechte wurden ersetzt durch Haut und Muskeln unter dem Hemd. Ausgerechnet ich muss sie jetzt knechten, bevor sie uns tapsen. Das Arsenal parat, man wird mich für den Mord nicht in Knast bringen. Silly Dots und der Schwachsinn von den Miniboards in ihrem Cortex wird getilgt von meinen Supportern, wenn ich mal nicht sofort am Start bin. Aber was will man noch von Idioten mit dem millionsten Rap von Straße, das kein Mittelohr mehr verkraftet und in der Entzündung überlastet. Volle Kanne wie in einer getanen Arbeit, ich kann's mir leisten. Schleife Kanten und Ecken, bin ich im krankesten Schreifen. Das kann kein anderer, glaub mir, ich hau dir Mixtape in einer Woche raus. Komplett von vorn bis hinten vollgeschrieben, 15 Bomben. Wenn mich alle verlassen, ist die Musik für mich da. Hab ich ne Mine in meinem Herz, setz ich die Mine aufs Blatt. Gedanken kreisen in meinem Kopf, ich starre wie paralysiert in das Schwarz. Um zur Ruhe zu kommen, bräuchte ich ein Kilogramm Gras. Doch durch die Zerstreuung hab ich nie wirklich Frieden gemacht. Denk an ein besseres Zusammensein mit Freunden und Familie bei Nacht.